Yay. Klappt doch bis jetzt ganz gut, oder? Und wir haben Graphit gefunden. Mal wieder. Wir können mal kurz gucken in die Stones. Da hat sich nämlich auch was geändert. Jedenfalls bei den Sleeping, schlafender Stein, Voodoo-Stein, wie auch immer. Das sind die Non-Economic Stones hier. Egal um die. Hier. Stones. Wurden nämlich jetzt unterteilt, die Economic Stones, einmal in Flux Stones, also die wir für als Kondensator war falsch, als, ich sage einfach mal Bindemittel, weil mir das richtige Wort nicht mehr dazu einfällt, also das, was wir brauchen, um Stahl herzustellen hauptsächlich. Und wie man sehen kann, können wir jetzt Knochen zu Bone Meal verarbeiten, was uns einen irren Vorteil bringt. Dann Fuels, also Brennstoffe, besondere. Und dann eben Rocks. Wie Gneis und Granit. Da können wir uns ansehen, was wir daraus alles machen können. Zum Beispiel in Barren schmelzen. Join the School of Earth, Continue the School of Earth, Meister School of Earth. Grind Boulder into Sand. Das ist wichtig, wenn wir Sand brauchen. Aber für den Augenblick geht's eigentlich, klappt es eigentlich ganz gut soweit. Dum, 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 dum. Ja. Lassen wir die erstmal jetzt weiter buddeln. Währenddessen gucken wir uns an, dass die anderen keine Jobs mehr haben. Also könnten wir theoretisch mal ganz kurz gucken, was haben wir doch hier drin? Rope, Cloth, Tree Barrel, Sport Tree Barrel. Achso. Ach nee, das sind leere Fässer einfach. Okay. Das heißt, ich werde jetzt mal mit P einen Custom Stockpile, also mit C, P und C hier hinten einen Custom Stockpile errichten. Dass wir unser restliches Zeug, was nicht Holz ist, mal hier runterbringen können. So, mit Q wieder in die Einstellungsübersicht und mit S in die Settings von dem Stockpile können wir jetzt sagen, was dort alles gelagert werden soll. Also Animals, das sind Tiere im Käfig, nicht freie Tiere, Möbel, Munition, Stone nicht, sonst wird das Ganze mit den Steinklötzen voll gemüllt. Coins, Bars, Blocks, Gems, Finished Goods, Leder, Cloth, Weapon Traps, Components, Armor. Also alles außer Holz. Habe ich Wood auch gemacht? Ne, also, ja. Alles außer Holz habe ich Wood auch. Alles außer Holz, Stein, Abfall und Leichen und Essen wird jetzt dort gelagert. Was wir aber auch noch hinzufügen müssen, ist die Anzahl der maximalen Bins, die hier benutzt werden können. Stellen wir auf 30. So. Damit wäre das schon mal auch geregelt. Also ich habe einfach Shift-V gedrückt für Maximum. Oh ja, und wenn ich mir das so ansehe, da fehlt hier noch eine wichtige Sache. Hier sollten wir nämlich spätestens so hier so kleine Ausbuchtungen hinmachen, wonach jetzt zwei Badger-Dogs erstmal hinkommen. Die Wache halten, falls Diebe und Snatcher und so kommen. Also Kindesentführer. Die werden dann einfach durch die Badger Dogs nämlich vertrieben. Was ganz gut ist.
So, sehr schön. Also bis jetzt haben wir keine Zoll mehr hier unten, was ich gut finde. Hier könnten wir in Gefahr laufen, wenn wir das hier auschanneln oder ausminern, dass wir hier noch auf Zoll treffen könnten. Aber ich glaube es nicht, weil wir sind ja tief genug gewandert. Erst einmal. Wir sind, wenn ich das richtig sehe, 7 Ebenen unter der Oberfläche. Jedenfalls an der Stelle hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Wir sind schon ziemlich weit unten, wenn man es so sieht. Aber das macht uns jetzt nicht so viel aus. Was unser Hauptproblem nachher sein wird, ist vielleicht genug Fläche für Farmen zu finden. Aber das sehen wir dann später, wenn es soweit ist. Erstmal müssen wir gucken, dass wir uns da unten etwas etablieren und unsere Rockcraft-Produktion anwerfen, dass wir für den Anfang mit den Verwandten tauschen können, wenn die Ende Herbst kommen. Also ja, wir haben noch, Late Spring, ja. Gut. Die graben, die anderen haben keine Jobs mehr, weil sie auch schon alles hier unten eingelagert haben. Das heißt, hier ist wirklich, der Karren ist leer. Der Karren ist leer, also können wir ihn removen. Und in den beiden sollte auch nichts mehr drin sein, ja. Das heißt, geben wir unserem Carpenter mal den Auftrag, 7 Betten herzustellen. Oder machen wir gleich 8 raus, so. Da wir ja eh Migranten kriegen. Oh, das ist Sommer und es kommt wieder die coole Musik. Also ich muss ja ehrlich sagen, die Sommermucke, die mag ich richtig. Die Herbstmucke klingt teilweise etwas komisch. Also die Musik hat etwas Beruhigendes, finde ich. Oh ja, sie sind sogar schon fast angekommen an der letzten Etage fürs Erste. Und die Betten kommen auch schon an, die nachher aufgestellt werden. Ja, Zwerge sind halt auch ein bisschen langsamer beim Minern. Einfach aus dem Grund, weil sie Qualitätsarbeit leisten. Sie beobachten den Stein, wie seine Fasern laufen und behauen ihn dann richtig, dass er schön stabil bleibt auch. Wenn er halt etwas nicht stabil ist, dann ist mir meistens nicht dran schuld, weil ich irgendwas falsch geplant habe. Tülülü. Oh, da ist einer ein Military Commander geworden. Die könnten wir aber erstmal rausschmeißen wieder. Genau, du sollst nämlich erstmal kein Military Commander sein. Also unser General, ja. Kannst du euch Carpenter-Symbol behalten erstmal. Und sobald wir die Betten gebaut haben. Die Barrels sind leer, oder? Ja. Könnten wir aus dem Wood Stockpile einfach einen Refuse Stockpile machen?
Aber ne, ich würde sagen, Refuse, den werfen wir irgendwo hier weiter abseits erstmal hin. Refuse. Noch haben wir ja keinen, aber später werden wir wahrscheinlich welchen haben. Freshwarheit. Das ist etwas übrigens, was ich bei dem einen nicht rausgefunden habe. Wieso Vermin im inneren Stockpile gelagert wurde, im normalen, im inneren Refuse Stockpile. Also bei meinem Let's Fail Hermit Dings. Und wie weit seid ihr? Oh, ihr seid schon fast bei der letzten Rampe angekommen. Sehr gut. So, ihr schlaft doch auf dem Boden, was okay ist. Die Betten stelle ich dann nämlich erst in der großen Halle auf. So, du kommst zum Minern. Und ich habe irgendwas gestruckt. Ja. Ich könnte theoretisch jetzt auch den Carpenter abreißen. Ja, mache ich einfach mal. Rebooth, den brauchen wir nämlich jetzt auch nicht mehr fürs Erste. So, genau. Und sie sind da unten angekommen. Juhu. Genau, buddelt erstmal das frei. Währenddessen gucke ich mich mal um. Ah, wir haben immer noch diese Herons hier rumfliegen. Und unsere Milkfishes. Übrigens, wenn wir gerade mal beim Thema Fische sind, wir können hier nämlich was Neues bauen, nämlich den Fischpot. Wobei ich noch nicht weiß, wie der funktioniert, so weiß bin ich nämlich noch nie gekommen. Drückt mir mal die Daumen, dass wir irgendwann dazu kommen werden, den zu bauen. Also ob man den irgendwie mit Wasser füllen muss und dann kommen da von alleine Fische irgendwie, dass man die fischen kann. Es gibt nämlich den neuen Beruf Fischfarming. Der dürfte etwas besser sein als das normale Fishing, weil dann werden sie wahrscheinlich an so einem Pond arbeiten. Man kann am Pond Angelrouten bauen und Netze. Die Netze sind am effektivsten, aber ich glaube, die Angelrouten sind, glaube ich, besser. So, sie haben oben ein bisschen den Gang ausgebreitet. Das meiste ist ja hier schon ziemlich glatt, wenn man es sich so ansieht. Nur hier ist noch ein Brocken im Weg. So, das meinen sie erstmal aus. Ja, sehr schön, auch wenn die Wände ziemlich kunterbunt aussehen jetzt. Weil wir alles Mögliche hier gefunden haben. Also erstmal Sandstone, Sandstein, dann Graphit hier. Und Lignit hier drüben. Also ja, ziemlich viele bunte Smarties. Ja. Aber sei es drum. Ich glaube, irgendwie können wir später unsere Festungswände färben. Oder gefärbte hinbauen. Wobei ich das jetzt mit dem Farbcode nicht ganz so schlimm finde.
Bis wir das mal alles glatt geschliffen haben, dauert es eh eine halbe Ewigkeit. Also sei es drum. Ich wünschte, ich könnte den anderen Leuten noch Jobs geben. Aber im Augenblick ist einfach nichts zu tun. Das Einzige, was noch zu tun wäre, wären die Steine wegräumen. Aber wozu im Augenblick? Das hat mir bei der Gnomfestung übrigens auch das Genick gebrochen. Und ja, alle, für die es noch nicht gemerkt haben, ich habe am Anfang der Staffel gesagt, dass wir jetzt in der dritten Staffel sind. Obwohl es eigentlich inoffiziell die fünfte ist. Aber es ist zum einen die dritte Staffel mit Zwergen. Und zum zweiten ist das die erste Staffel sein, in der ich nicht so kläglich fehle in der Masterwork Mod. Deswegen. Was liegt eigentlich noch hier oben rum? Trinken haben wir noch gerade so genug, also reiß ich mal die Distillery ab. Oh ja, das könnte ich währenddessen mal machen. Unserem Mason hier einmal Stone and Rune Engraving geben. Damit er eben die Wände schleifen kann und auch verzieren kann. Oh, und wir haben neue Zwerge. Gut. So, erstmal gebe ich meinem Mason den Architekturbefehl, dass er einen Trade-Depot bauen kann. Und wir haben neue Zwerge. Ein Zwerg, noch ein Zwerg, ein dritter Zwerg, der wie ein Geologe aussieht. Noch ein Carpenter, ein Passant, ein Fischer und noch ein Passant, wenn ich richtig sehe. Also viele fleißige Arbeiter. Sehr schön. Gut. Gucken wir mal. Gemcutter, also ein Carpenter, sehr schön. Ein Gemcutter, ein Toolmaker, Fischfarmer, ein Tenner und zwei Passanten. Gut. Ups. Ich lasse das jetzt einfach mal weiterlaufen. Haben wir schon Herbst? Nein, es ist Midsommer. Okay, ich read jetzt mal die Zwerge neu. Und dann gucken wir mal. Du bist Carpenter. Dann kriegst du auch Woodcrafting, Bowing und Logging dazu. Wobei Logging erstmal nicht. Du bist dann nämlich jetzt nur so ein neuer Wood. Haben wir noch einen Namen, einen freien? Ja, haben wir. Da kriegst du auch gleich den Namen. Nämlich Rambo Sambo. Gut. Fischfarmer. Fischcleaning. Tenner. Also alle, die Fisch dabei haben, die kriegen erst, nehme ich erstmal das Fischcleaning weg. Weil das funktioniert da nicht ganz richtig. So. Du bist ein Hauler. Nicht ein Haukler, ein Hauler. Du bist auch ein Hauler. Du bist unser Trash-Ten. Toolmaker. Kann auch Tanning, aber kann Toolmaking. Dann nehme ich mir das Tanning mal weg und das Milking. Beast Discretion, Archäologie. Das heißt, du bist unser Toolmaker, unser Tool. Dann gucken wir mal. So. Habe ich einen übersehen? Gemcutter.
Das heißt, du bist unser Gem. Gem, so.